Ja. Ja. Oh Frankfurt, was bist du für eine hilfreiche und ehrenwerte Stadt? Deine Ärzte bügeln Sängerstimmen für den Cantus Firmus wieder glatt. Kammersänger Michael Wissenbach tritt augenzwinkernd mit gefalteten Händen aus dem steril wirkenden Fahrstuhl der Viszeralchirurgie im weißen Frack. Das Video zeigt auch die Frankfurter Skyline und den Rathausplatz mit dem Römer, den Fernsehturm und natürlich das Markus-Krankenhaus und Michael Wissenbach fröhlich singend im Krankenbett. Chefarzt Karl-Hermann Fuchs hat ihn operiert und so vom unangenehmen Aufstoßen der Magensäure befreit. Ja, ich bin auch wirklich erleichtert und ich habe ja auch vorher wirklich darunter gelitten, denn ein Sänger weiß, wenn der Magen rebelliert, also die Magensäure dann in die Speisenröhre eindringt, das ist für die sängerische Aktivität ungeheuer störend, weil auch der Kehlkopf davon auch mit in Stress gezogen wird. Und das war nicht mehr schön so. Und die Markus-Klinik Frankfurt hat mir also auf die Beine geholfen. Und er singt: Dann musst du nicht mehr husten, räuspern, fort mit diesem teuflischen Reflux. Drum singe ich der ganzen Klinik diesen lieben Kammersänger-Gruß. Die Geschäftsführerin der Klinik sei sehr angetan von der Hymne gewesen, erzählt Wissenbach und zitiert sie. Ach, sowas ist ja noch nie passiert, dass eine Klinik besungen wird. Also, und uns passiert sowas, ist ja wunderbar. Also, Herr Wissenbach, dann dürfen Sie da hier aufnehmen in unserem Terrain hier und Sie dürfen auch diesen einen Blumenstrauß dort, da schauen Sie mal, den dürfen Sie verwenden. Nur da hatte ich noch eine schöne Requisite. Sein Vorbild sei Heinz Schenk mit seinen Städtetouren für die Fernsehsendung Der blaue Bock gewesen, sagt der Sänger. Überall, wo er sich aufhielt in den Städten, Bad Orb oder in Bergen-Enkheim, in der Kasseler Gegend oder so, Melsungen und so, da hat er über jede Stadt immer eine kleine Hymne geschrieben. Und dadurch bin ich selber auch so eine Art Hymnenkompositeur geworden. Haus- und Hofhymnen. Ich habe das für verschiedene schon gemacht, auch im kommunalen Auftrag. Also Haus- und Hofhymnen auch für Sozialeinrichtungen. Die wurde sogar lobend gehört. Die 3-minütige Lobeshymne an die Frankfurter Ärzte ist bei YouTube abrufbar. Unter den Stichworten Michael Wissenbach und Krankenhaus. Das Video wurde schon mehr als 450 Mal angeklickt. Das ist ja ein unwahrscheinlicher Hype. So was ist mir noch nie passiert. Künftig will der Sänger gern mal in Regensburg, Berlin oder auch in Dänemark auftreten. Oh Frankfurt, in dir wohnen alle Fortschritte der neuen Medizin. Dein Loblied soll erklingen bis nach Moskau, Kopenhagen und Berlin.